Fan weg. Wir haben hier die Elif und den Randolf. Und wie ihr wisst, also erstmal danke an alle, die mitgeholfen haben, dass der Laden jetzt steht. Und die meisten mitgeholfen haben, sind ja in irgendeiner Form hier. Wie ihr wisst, hatten wir einen Monat gut Zeit, also von der Idee, wir wollen einen Laden machen, bis wir den dann hier stehen hatten. Elif übernimmt hier die Leitung, das läuft auch alles prima. Ihr seht hier die hübschen Lampen. Die haben wir dem Ulf zu verdanken, der da steht, der wirklich in Rekordzeit das gemacht hat. Die Leute, die uns die schönen Aufkleber gemacht haben, sind nicht hier. Wir haben den Menschen hier, der uns in die Presse bringt, den Menschen, der immer schön über uns twittert. Das ganze Team, also natürlich alle, die irgendwie im Büro die ganze Zeit missbraucht wurden, um Sachen hin und her zu tragen. Steffi versteckt sich, die für die schönen Bilder da verantwortlich ist. Auch wenn die, wie viele nicht merken, völlig unvollständig sind, weil die weißen Flecken noch richtig gemacht werden. Also da kommen noch die richtigen Bilder in den nächsten Tagen. Ja, wir wollen uns bei allen bedanken, die einfach das möglich gemacht haben. Also besonders das Büroteam, das dauernd für alles missbraucht wird, wofür sie überhaupt nicht eigentlich zur Verfügung stehen. Und die einen Höllenjob dabei machen. Ja, und immer lächeln dabei. Und natürlich einfach die Leute, die uns hier mit den einzelnen Dingen geholfen haben. Und das waren unglaublich viele. Carsten, der sich danach jetzt erstmal Urlaub gegönnt hat und für die Sitzgruppe zum Beispiel zuständig war. Die ganzen Leute, die einfach mit Ideen kamen und alle Leute, die einfach bis nachts hier durchgekloppt haben, ohne Rücksicht auf Verluste und jetzt hier dafür feiern dürfen. Also vielen Dank an euch. Dankeschön. Wir überspringen nicht kurz. Das war mein Text. Ja, noch ein paar grundsätzliche Worte, ganz kurz aber auch nur. Also ich meine, im Endeffekt, das Ganze hat auf den Tag genau vor einem Jahr angefangen, dass wir die Idee hatten, mein Gott, wir haben da so einen Suchmaschinenoptimierungswettbewerb, ganz, ganz geekigen Kram und wir machen dazu mal einen dazu passenden Online-Shop, haben auf einmal einen gut passenden Namen gefunden. Und irgendwie hat sich das verdammt gut entwickelt. Und das Ganze ist in jedem einzelnen Schritt tatsächlich irgendwie so gut gelaufen, weil wir auf richtig gute Freunde zurückgreifen konnten. Wir haben irgendwie mit normalen Geschäftspartnern versucht, das irgendwie auf die Beine zu stellen und es hat nicht geklappt. Und als wir dann irgendwie gesagt haben, wir bauen jetzt auf Freunde, wir machen das mit Freunden zusammen, in dem Fall war das dann Christoph aus Kiel, Jugendfreund von mir, der das einfach irgendwie ja, höllenmäßig gut auf die Beine gestellt hat, ab dann lief es eigentlich richtig gut. Und gerade der letzte Monat, muss ich echt sagen, wahnsinnig, wie gut das geklappt hat. Wie oft wir einfach irgendwo jemanden angeschrieben haben, angerufen haben, sag mal, du könntest doch vielleicht eine Ahnung haben von. Und dann kam unser Wunsch oder unsere Vorstellung und dann auf einmal hat sich das unglaublich gut ergeben und ja, es ist richtig gutes Teamwork bei rausgekommen. Das muss ich echt sagen, das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ja, genauso denke ich, müssen wir weitermachen. Egal, was auch immer aus diesem 3G-Store-Projekt wird. Ich meine, wir haben Ideen, die enden ungefähr so bei, naja, Exklusivvertrieb fürs iPhone weltweit. Aber wir werden mal gucken, wie weit das geht. Und darauf würde ich einfach sagen, heute Abend so, trinken wir ein. Und kaltes Bier sollte jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Das war beim ersten Versuch nicht wirklich kalt. Und Essen sollte wirklich jetzt schon verteilt. Ja. Ist kalt, ist frisch aus der Kühlung.